Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie aller guten Dinge sind 4. Denn wir machen heute 4 Dips aus einem Topf. Ja, das klingt irgendwie seltsam, weil wir machen die nicht alle gleichzeitig im Topf, sondern nacheinander. Aber das Spannende bei diesen Dips ist, die brauchen nur eine einzige auf Joghurt und Sahne und Magerquark basierende Grundsoße. Und da können wir 4 Varianten draus machen. Um ehrlich zu sein, kann man wahrscheinlich sogar noch mehr Varianten draus machen. Ich gebe euch mal den Tipp, spielt mal ein bisschen rum, experimentiert mal mit dieser Grundsoße und schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr daraus gemacht habt. Wird mich wahnsinnig interessieren. Ich zeige euch allerdings jetzt die 4 Rezepte, die wir für euch in unserem E-Book notiert haben. Ihr braucht 600 Gramm Joghurt, Naturjoghurt, 1,5% Fett. Die kommen hier in unseren Kessel hinein. Dann 300 Gramm Magerquark, 300 Gramm saure Sahne und dann brauchen wir einfach noch ein klein bisschen Mineralwasser. Nicht zu viel, ich habe das zu Hause mal mit etwas zu viel Mineralwasser gemacht. Das wird dann zu flüssig, also wirklich nur so ein kleines Schlückchen. Das reicht vollkommen aus. So, und das Ganze wird jetzt auf Stufe 4 miteinander vermischt. Brauchen wir mal so 10 Sekunden, ja, vielleicht 15 Sekunden, das wird auf jeden Fall reichen. Und damit ist unsere Grundsoße für die 4 Dips fertig. Und die werden wir jetzt einfach noch entsprechend verfeinern, würzen und variieren. Die erste Variante, die ich euch jetzt zeige, ist die Knoblauchsoße. Dazu brauchen wir natürlich Knoblauch. 3 Zehen habe ich hier für euch und das Ganze wird 5 Sekunden Stufe 5 im Thermomix zerkleinert. Wir schieben das Ganze mit dem Spatel nach unten. Dann habe ich eine Viertel Schlangengurke, die habe ich für euch schon geschält. Man kann die auch entkernen, damit sie nicht so flüssig ist, aber ich mache das jetzt komplett so rein. Und das Ganze wieder 4 Sekunden oder 5 Sekunden auf Stufe 4. So, genau. Wieder das Ganze mit dem Spatel nach unten schieben. Und jetzt kommen 300 Gramm von unserer Grundsoße dazu. So, das Ganze wird jetzt natürlich noch gewürzt, zum Beispiel mit Senf. Davon einen Teelöffel. Ein wenig Salz natürlich, darf nicht fehlen. Etwas Pfeffer. Eine Prise Zucker. Oder eine Messerspitze, wie es ja auch manchmal so schön heißt, aber eine Prise Zucker. Dann habe ich hier noch einen halben Bund Schnittlauch in Röllchen. Kommt ebenfalls rein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein bisschen Zitronensaft hinzugeben. Also eurer Fantasie sind, wie gesagt, bei diesen Soßen keine Grenzen gesetzt. Das Ganze wird jetzt vermischt auf Stufe 2. Müsst ihr ein bisschen im Auge behalten, das braucht nicht besonders lange. Aber wie gesagt, wichtig ist, Stufe 2, das Ganze vermischen und dann ist unsere erste Soße, unser erster Dip von 4 auch schon fertig. So, und damit ist unsere Knoblauchsoße eigentlich auch schon fertig. Sieht gut aus, riecht gut, kann man natürlich auch noch ein bisschen durchziehen lassen im Kühlschrank. Das empfehle ich übrigens für alle Soßen, die einfach mal noch ein paar Stunden in den Kühlschrank zu stellen, bevor man die serviert. Stell das kurz zur Seite, wasch mal den Topf schnell aus und dann kommt schon die nächste Soße. Das wird unsere Currysoße werden. Auch für unsere Currysoße brauchen wir, wie für alle Soßen natürlich, 300 Gramm von der Grundsoße. Und weil es eine Currysoße ist, braucht man natürlich Curry. Und zwar einen Esslöffel Currypulver, 2 Esslöffel Senf brauchen wir. Mir fällt gerade was ein. Ich habe es schon wieder gemacht. Ich mache es immer und ich mache es auch zu Hause. Vor kurzem hat jemand kommentiert, das ist typisch Mann, die Senftube einfach in der Mitte ausdrücken. Die kriegt ihr doch nie ganz leer.
Ich werde euch im Anschluss an dieses Video mal zeigen, wie ich die Senftuben nachher dann wirklich leer bekomme. Versprochen, also dranbleiben. 2 Esslöffel Orangensaft, 1 Esslöffel Zitronensaft habe ich hier schon für euch abgefüllt. Natürlich obligatorisch kommen hier etwas Salz und natürlich auch etwas Pfeffer hinein. Das ist ganz wichtig. Man kann die Soße natürlich auch immer nachher nochmal abschmecken, wenn es nicht ausreichen sollte. Für den Geschmack nehmen wir noch eine Prise Zucker. Ich mache das jetzt auch mit den Fingern. So, ist mein Zucker, meine Küche. Ich mache ja, was ich will. Muss ja keiner essen. Und das Ganze wird jetzt auf Stufe 4 miteinander vermischt. Und das war es auch eigentlich schon. Und damit haben wir dann schon unsere zweite Soße aus einem Topf. Fertig. Schüsselchen. Umfüllen. Topf spülen. Nächste Soße. Die nächste Soße, die wir jetzt machen, ist die Feuersoße. Feuer impliziert ja immer, sie ist sehr scharf oder unglaublich scharf. Ich weiß aus Erfahrung, die ist jetzt nicht so scharf, wenn man sie nach dem Rezept macht, wie ich es euch jetzt zeige. Ihr könnt die aber natürlich auch ein bisschen feuriger machen. Wir brauchen eine Zwiebel, die habe ich schon mal halbiert. Und eine Knoblauchzehe. Die habe ich nicht halbiert, aber geschält. Das Ganze 5 Sekunden Stufe 5 in unserem Kessel klein gemacht. Dann haben wir schon mal eine halbe Paprika in grün und eine halbe Paprika in rot in Stücke geschnitten. Ich persönlich hätte die jetzt gar nicht so klein geschnitten, aber ja, ja, dann hat der Kessel halt weniger Arbeit. Die Zwiebel, die schiebe ich nochmal nach unten hier. Setze ich manchmal mehr, manchmal weniger oben ab. Das Ganze jetzt nochmal 4 Sekunden auf Stufe 4. So, als nächstes kommt die Grundsoße hinzu und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, es sind natürlich 300 Gramm. Wir nehmen einen Teelöffel Senf nach Augenmaß, aus der Mitte gedrückt natürlich. Curry Ketchup habe ich, davon auch 2 Esslöffel. Und jetzt kommt das, was dem Ganzen die Schärfe verleiht. Das ist Sambal Oleg. Das ist so eine ja, Würzpaste im Prinzip. Jetzt steht hier 2 Messerspitzen. Wie gesagt, ich würde es jetzt nicht zu scharf machen, weil ja heute Abend mit Sicherheit auch die Kinder mitessen. Deswegen mache ich da auch wirklich nur 2 Messerspitzen rein. Das Zeug ist echt wahnsinnig scharf. Gibt Schärferes. Natürlich etwas Salz, etwas Pfeffer und ein klein bisschen Paprika. Da habe ich jetzt hier edelsüß, könnt ihr natürlich auch rosenscharf nehmen. Das verleiht dem Ganzen auch noch mal ein bisschen Würze. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Hauch Cayennepfeffer da ganz gut dran passt. Sonst eigentlich nichts mehr. Man kann auch noch mal eine Prise Zucker dran machen, einfach für den Geschmack. Das ist eigentlich immer, manche mögen das, das kommt immer drauf an. Mach das jetzt einfach und dann wieder jo, auf Stufe 4 vermischen. Schiebt man noch die restlichen Zwiebeln hier komplett runter, dass das alles ordentlich vermischt. Und dann ist unsere Feuersoße eigentlich auch schon fertig. Umfüllen müssen wir die noch, ganz klar. Und ihr seht, die ist relativ flüssig geworden, diese Feuersoße durch die Paprika. Ich hoffe, dass sich das noch etwas relativiert, wenn wir die gekühlt haben. Denn schmecken tut mir die mit am besten, muss ich sagen. Aber ich stehe auf scharfe Sachen. Kommen wir zur letzten Soße. So, die nächste Soße, die ich euch zeigen möchte, ist die grüne Soße. Nicht zu verwechseln bitte mit der Frankfurter grünen Soße. Da haben wir schon mal ein eigenes Rezept für gemacht. Wir können euch das da unten auch gerne mal verlinken. Ansonsten schaut ihr einfach in unserem Kanal. Da findet ihr auch jede Menge andere Soßenrezepte. Eigentlich haben wir schon viele Soßen gemacht, aber wir machen auch noch viele. Also, wenn ihr eine Soße wollt, die ich machen soll, sagt mir Bescheid, runter in die Kommentare.
Ich habe eine Frühlingszwiebel und eine Knoblauchzehe. Die Frühlingszwiebel habe ich schon mal so ein bisschen geteilt. Das Ganze 5 Sekunden, Stufe 5. So, dann nehmen wir Gewürzgurken. Ich habe jetzt so 3 kleinere genommen. Ihr könnt natürlich auch eine große nehmen, aber ich habe meistens diese kleinen hier zu Hause. Die kommen ebenfalls hier in den Kessel. Ich brauche nochmal meinen Spatel. Mach das Ganze nochmal nach unten. Und hier haben wir die Gewürze. Wir haben etwas Petersilie, wir haben etwas Kerbel, wir haben etwas Dill und wir haben etwas Schnittlauch. Ich sage deswegen etwas, ja, damit ihr das anpassen könnt. Aber das sind so jetzt, sage ich mal, meine Vorschläge für diese Soße. Das Ganze nochmal 5 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischen. So, dann schauen wir mal, wie unsere Kräuterchen hier, jawohl, sind gut zerkleinert, geschreddert. Jetzt kommen 300 Gramm Grundsoße dazu. Braucht ihr jetzt nicht abzumessen, können ja nur noch 300 sein. 1200 Gramm hatten wir am Anfang, durch 4 ergibt 300. Dann habe ich hier noch von dem Gurkensud, also das, was im Gurkenglas ist, das sind 4 Esslöffel, die kommen ebenfalls da rein. 1 Teelöffel Senf, etwas Salz, etwas Pfeffer und gerne auch wieder eine Prise Zucker. Das Ganze wieder ein paar Sekunden auf Stufe 4 miteinander vermischen und unsere grüne Soße ist fertig. Vorher nochmal die Kräuterchen ganz runter, damit auch alles schön mitgemischt wird. Auf geht's! So, und damit haben wir unsere vierte Soße, die grüne Soße, ebenfalls fertig. Die fülle ich jetzt schon mal ab und ich habe noch einen Tipp für euch. Wenn ihr die mal alle 4 ausprobiert und sagt, Mensch, die eine schmeckt mir überhaupt nicht, die andere schmeckt mir mega gut. Es ist natürlich auch machbar, dass ihr nur eine Soße herstellt. Ja, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt heute nur Knoblauchsoße haben, dann nehmt ihr einfach 150 Gramm vom Joghurt, 75 Gramm Magerquark und 75 Gramm saure Sahne. Mit dem Mischungsverhältnis macht ihr dann genau eine Soße und der Rest der Inhaltsstoffe bleibt natürlich gleich. Ja? Ist logisch. Das sind unsere 4 Soßen. Die könnt ihr zum Grillen natürlich mitnehmen. Dafür eignen sie sich besonders. Dafür sind sie eigentlich auch gedacht. Gibt es noch irgendwas? Ah, die Senftube. Also ich habe die jetzt extra noch mal ein bisschen mehr verdrückt hier, ne? Weil das ist ja so der Stein des Anstoßes oft. Ich hasse das auch wie die Pest. Also was tue ich? Ich setze das hier unten an der Tischkante und dann kann man das ganz easy bis hinten durchziehen und zusammenrollen. Fertig. Geht. So, und so kann ich den Senf dann wieder wunderbar in den Kühlschrank legen. Kleiner Tipp von mir. Das hier solltet ihr aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Einfach, schnell und vor allen Dingen vielfältig. Wenn ihr Ideen habt, wie man das Ganze noch machen kann, vielleicht gibt es dann demnächst eine Folge Wunderkessel, 4 Dips aus einem Topf Teil 2. Dann machen wir irgendwas anderes. Schreibt mir das runter in die Kommentare. Ich freue mich sehr drauf, von euch zu lesen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, freue ich mich auch. Abonniert den Kanal. Da unten ist so eine Glocke und so ein Button. Da drückt ihr einfach drauf. Und dann bekommt ihr jede Woche neue Rezepte rund um den Thermomix. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit!